da seid ihr ja wieder. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt wieder eine Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Diesmal unter Palmen am weißen Sandstrand. Wo lasse ich es mir so gemütlich ergehen? Habt ihr schon eine Ahnung? Wir stehen in der Marina Füstrup auf dem Wohnmobilstellplatz im Yachthafen bei Greven in der Nähe von Münster. Ein Platz, der unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Hier gibt es so viel zu entdecken und hier ist so viel für die Schiffsanleger und die Camper gemacht worden. Ein Eldorado der Gemütlichkeit, des Chillouts und des Lass dich gut gehen. Wir wollen euch alles wieder im Detail zeigen, was es hier rumherum noch zu entdecken gibt. Zeigen wir euch wieder in gewohnter Art und Weise in einem separaten Video, das wir wieder gleichzeitig mit diesem online stellen. Schaut es euch an. Es gibt tolle Touren, die ihr hier machen könnt. Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Kanu. Das Münsterland ist sehr vielseitig und es gibt eine Menge zu entdecken, zu genießen und zu verweilen. Und jetzt zeigen wir euch, wie das hier auf dem Stellplatz vor sich geht. Von der Anfahrt über die Anmeldung und all die Annehmlichkeiten, die hier für die Benutzer des Yachthafens und des Wohnmobilstellplatzes gemacht worden sind. Es geht los! Kommt mit! Nachdem ihr oben von der Landstraße den Hinweisschildern gefolgt seid und abgebogen seid, habt ihr ja schon diese idyllische Anfahrt hier und inklusive der Durchfahrt durch den Tunnel, durch die Unterführung genossen und kommt dann hier auf das Marina-Gelände. Hier folgt ihr bitte den Schildern. Hier haben wir noch ein eindeutiges Hinweisschild, wo es für die Wohnmobile abzubiegen ist, weil wenn ihr wie wir hier ankommt und es ist schon in der Dämmerung oder so, ist man erstmal ein bisschen überflutet. Man sieht die Boote auf der linken Seite, geradeaus geht der Fahrweg, man sieht Gebäude, wohin mit meinem Wohnmobil. Und dafür steht hier das Schild, dass ihr hinter dem Bootsliegeplatz an dem, ich nenne es mal Galgen, und dem Hinweis Camp Marina, weil das ist nämlich der Bereich für die Wohnmobile, abbiegen müsst. Und dann könnt ihr auch schon auf den Stellplatz fahren. Dazu ist noch zu sagen, in einigen Portalen habe ich gelesen, dass normalerweise hier die Zufahrt immer mit einer Kette, mit diesem roten Seil, zu ist. Während unseres Aufenthalts hier war die immer offen. Es kann sein, dass es in den Sommermonaten vielleicht gemacht wird, damit kein Autofahrer denkt, supi, da kann ich parken. Also von daher sollte sie zu sein, anhalten, aussteigen, weghängen, durchfahren, aussteigen, wieder festmachen und euch einen Platz suchen. Die Anmeldung erfolgt hier nämlich ganz händisch, nachdem ihr euch einen Platz ausgesucht habt. Aber das zeigen wir euch ja gleich wieder, wie das alles geht. Das ist hier relativ unkompliziert und mega entspannt. Sollte der Platz belegt sein oder auf Witterungsbedingungen hin, im Winter, weil es zu matschig ist vom Untergrund, steht hier extra dieses Sperrschild. Aber auch dafür hat der Betreiber gesorgt, es gibt Ausweichmöglichkeiten, die wir euch gleich auf dem Rundgang über das Gelände zeigen, weil der befindet sich hinten im Bereich der Marina. Und es gibt auch noch einen geschotterten Platz hier vorne in dem Bereich der Wohnmobile, den wir natürlich jetzt bei der Platzvorstellung sowieso mitzeigen. Dann lassen wir mal gucken, wo wir so stehen und wie die Plätze aussehen. Der Stellplatz verfügt über 94 Rasenplätze und es gibt noch weitere geschotterte Plätze. Wenn ihr hier angefahren kommt, könnt ihr hier den Fahrweg hineinfahren. Er ist mit Restbeton ansonsten verdichtet und gekiest.
Und die Stellplätze hier im Bereich zum Wasser hin sind alles verdichtete Rasenstellplätze. Die Parzellen sind markiert mit entsprechenden Platzschildern, die euch zeigen, wie ihr zu stehen habt. Ne? Von hier bis hinten zu dem nächsten Schild hier am Stromkasten ist eure Parzelle. Die Parzellen sind unterschiedlich lang. Es sind mobile jeglicher Größe hier möglich. Es gibt auch extrem lange Plätze, die sich hier über den Platz verteilen. Da müsst ihr einfach gucken, wo es für euch passt und wo eure Länge hinkommt. Die Breite ist relativ überall identisch. Zu den Plätzen ist zu sagen, gibt es drei Preiskategorien. Hier in dem mittleren Teil kostet der Stellplatz 15 Euro pro Nacht. Hunde sind im Preis inklusive und zwei Erwachsene. Dann ist noch der Platz natürlich begehrt in der ersten Reihe direkt am Dortmund-Ems-Kanal. Dort kostet die Platzgebühr 16 Euro. Und auf dem geschotterten Platz, der hier vorne gegenüber dem Sanitärgebäude ist, beträgt die Stellplatzgebühr 13,50 Euro. Jetzt noch ein paar Impressionen hier von den Stellmöglichkeiten und jetzt natürlich zeigen wir euch auch noch die erste Reihe. Kommt mit! Hier vorne in der ersten Reihe habt ihr natürlich direkt den Kanalblick inklusive. Solltet ihr aber dort keinen Platz finden, dann habt ihr hier aber die Möglichkeit, die zahlreichen Bänke zu nutzen, die sich bis vorne auf das Kap, weil wir ja dann den Bogen in die Marina rein haben, vom Kanal abzweigend oben auf der rechten Seite zu nutzen, bis oben auf der Spitze stehen Bänke. Und hier, wenn ihr weiter in die andere Richtung geht, kommt ihr vorne an den Fahrradweg und auch einige Fußwege. Ihr könnt hier herrlich am Kanal runterspazieren. Ihr könnt über die Brücke, die andere Seite entlang. Hinten ist wieder eine Brücke und auf der Seite zurück. Wunderschöne Rundwanderungen machen. Gassi-Runde mit eurem Hund hier inklusive. Es gibt auch hier verteilt an der Längsstrecke verschiedene Hundekotbehälter und Mülleimer. Und die Hunde sind natürlich hier willkommen, weil sie sind im Preis ja inklusive. Und aber an der Leine zu führen. Für die Kinder, solltet ihr Kinder mit haben, gibt es hier auch einiges, zeigen wir euch gleich. Und wenn ihr gerne grillt, grillen ist erlaubt, aber keine Holzkohlegrille. Ansonsten Elektrogas ist möglich. Und von der Nacht her, wir haben hier die Straße, die ist abends weniger befahren, ist es mega ruhig. Wir haben super geschlafen, die Nächte, die wir bis jetzt hier waren. Es sind keine Störgeräusche, du hörst gar nichts. Es ist mega ruhig. Entspannt und außer Vogelgezwitscher gibt es hier nichts. Und Alfred Schnarchen. Wobei wir allerdings in der Mitte stehen. Ich weiß nicht, wie das hier vorne auf den Plätzen ist. Ja. Ich denke mal, hier hört man etwas mehr. Was noch ist, durch den ständigen Regen, den wir auch jetzt in den Nächten hatten, sind die Plätze teilweise eingefurcht beim Verlassen des Platzes. Aber bis jetzt musste noch niemand rausgezogen werden. Also ist es relativ gut verdichtet. Die Plätze, die tiefe Furchen haben, wo sich Wasser gesammelt hat, sind gesperrt aus Sicherheitsmaßnahmen. Und ich denke mal, in den Sommermonaten habt ihr das hier nicht. Der Platz ist nämlich ganzjährig geöffnet. Und die Anreise ist im 24-Stunden-Takt möglich. Es gibt hier keine Sperrstunde so gesehen. Ihr könnt einfach zu jeder Zeit hier kommen und abfahren. Am Abreisetag müsst ihr bis 14 Uhr. Das ist im Verhältnis zu vielen Plätzen, die euch ja schon um 11, 12 Uhr vom Platz scheuchen. Super, finden wir toll, kannst den Tag noch genießen und etwas unternehmen oder ausspannen. So, jetzt geht's weiter. Wir blinken noch mal kurz über den Platz und dann geht's zur Anmeldung. Noch kurz zum Platz. Die Plätze sind teils eben, nicht alle. Die meisten haben hier entweder ihre Navigierstützen draußen oder doch die Keile drunter liegen. Ist nicht viel, aber von Vorteil, damit das Wasser in der Spüle besser abläuft. Schatten
Sekunde. Schatten haben wir hier, wenn nur in den äußeren Bereichen, in dem Mittelfeld, wo keine Bäume stehen, kann natürlich auch kein Schatten sein. Dafür haben wir da Sattempfang. Dazu muss ich sagen, im Stellplatzpreis ist WLAN enthalten. Das ist sowas von schlecht. Toppt alles, was wir bis jetzt erlebt haben. Der Betreiber weiß das. Es gibt hier eine Überlastung des Netzes, aber im Sommer soll Glasfaser gelegt werden und das Problem ist dann behoben. Wenn ihr zur Anmeldung gehen möchtet oder zum Sanitärgebäude oder einfach mal in die Marina gucken möchtet oder in den Foodtruck oder in den Biergarten, oh, ich kann gar nicht mal aufhören aufzuzählen, geht ihr hier über diesen nett gestalteten Durchgang in den Bereich der Marina. Dahinter befindet sich noch der geschotterte Bereich für die Wohnmobile, wo ihr auch stehen könnt, wenn ihr nicht auf dem Rasen stehen möchtet und oder könnt, weil alles voll ist, habt ihr hier noch die Möglichkeit, die etwas günstigeren Schotterstellplätze zu nutzen. Sorry. Wenn ihr den Schotterplatz überquert habt und noch immer nicht wisst, wo ist denn jetzt die Anmeldung, habt ihr hier direkt noch mal einen sehr schönen detaillierten Übersichtsplan über das Gelände. Wir haben hier den Kanal, den Dortmund-Ems-Kanal. Ihr habt die Anordnung des Wohnmobilstellplatzes. Ne? Hier vorne hatten wir die Einfahrt. Hier haben wir unseren Durchgang. Gegenüber haben wir das Sanitärgebäude mit der Abfallentsorgung, einen Biergarten. Und hier haben wir den Mittelpunkt, wie hier die Anmeldung genannt wird, weil es dort auch einige Lebensmittel-to-go gibt und einen kleinen Einkaufs- und Souvenirladen, wo ihr euch mit dem, was ihr vergessen habt, wie wir nämlich den Kaffee, euch versorgen könnt. Und dort hinter haben wir noch einen Bereich mit einem Food Court und einem Spielplatz, den anfangs des Videos gesehenen Außenbereich mit diesem Beach Club und natürlich den großen Komplex der Marina. Zeigen wir euch alles noch. Jetzt wird sich erstmal angemeldet. Hier haben wir den Outdoor-Anmeldebereich mit den Hausregeln, der Platzordnung, wichtige Telefonnummern. Nochmal die Info, dass es einen Gasflaschenservice gibt. Den erkläre ich euch gleich, wenn wir zu den Mädels reingehen. Wir haben hier den WLAN-Code, beziehungsweise das WLAN ist frei, das ist ohne Code zu nutzen, ihr braucht euch nur anloggen und den Zugangscode für den Sanitärbereich. In diesen Schubfächern hier habt ihr die Anmeldungen einmal in Deutsch, einmal in Englisch für die Marina, wenn ihr mit dem Boot hier seid, für den Camper, wenn ihr mit dem Wohnmobil hier seid oder auch für den Brötchenservice und das Ganze kommt dann ausgefüllt in die letzte Schublade in den Umschlag. Habt ihr nicht das passende Bargeld dabei und möchtet nicht bar zahlen, steckt ihr eure Anmeldung in den Briefkasten und dann geht am nächsten Morgen ab 8 Uhr ist der Mittelpunkt geöffnet zu den netten Mädels und tätigt euren Obolus für die Übernachtung dort. Per Karte, Kreditkarte oder bar. Ihr könnt, wie gesagt, aber auch das Geld bar in den Umschlag stecken. Dazu einfach auch das Anmeldeformular ausfüllen. Auch hier haben wir schon einen kleinen Abschnitt für den Brötchenservice. Den könnt ihr direkt mitbuchen. Der muss bis 17 Uhr vorliegen, damit die Brötchen auch gebacken werden können. Und dann könnt ihr das auch mit der Übernachtungsgebühr entsprechend in den Briefumschlag stecken und in den Briefkasten stecken. Ist das Lädchen geöffnet, könnt ihr hier einige Annehmlichkeit erwerben von Getränken über Weine, Füstrupper Wein und einigen To-Go-Sachen, leckeres Eis und kleine notwendige Lebensmittel und Utensilien, die man vielleicht benötigt. Geschäfte gibt es hier in der näheren Umgebung keine. Es gibt viele Hofläden, die man aber auch erstmal erwandern oder mit dem Rad ansteuern muss. Und die nächsten größeren Einkaufsmöglichkeiten sind dann in Telgte oder Greven. Wenn ihr euch während der Öffnungszeiten anmelden möchtet, braucht ihr das nicht unbedingt draußen zu tun und das Bargeld in den Umschlag legen. Ihr könnt euch auch hier anmelden oder eine Quittung drucken lassen, so wie wir es gemacht haben. Dazu geht ihr einfach hier an die Rezeption zu den netten Mitarbeiterinnen der Marina und sagt, auf welchem Stellplatz ihr steht. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Merkt euch eure Stellplatznummer.
weil die ja auch eben maßgebend ist für den Preis der Stellplatzgebühr. Und dann könnt ihr euch hier anmelden und erhaltet einen Beleg, dass ihr hier steht. So einfach ist das Ganze. Es gibt ein kleines Anmeldeformular, die üblichen Daten, das kennt ihr ja, über die Anschrift, E-Mail und Handynummer, Kennzeichen und schon seid ihr erfasst. Und könnt hier auch dann noch den Strom dazu buchen. Es gibt zwei Strompauschalen für 16 und 4, und 6 Ampere. Aber das sagen wir gleich an der Stromsäule nochmal. Habt ihr Fragen zu der Umgebung, wo ihr was noch einkaufen könnt, besorgen könnt, könnt ihr alles hier regeln. An der Stelle findet ihr auch den Gasservice. Meldet euch einfach bei den netten Damen der Rezeption. Derzeit kostet die 11 Kilo Flasche 29 Euro und die 5 Kilo Flasche 11,50 Euro. Ihr könnt die Flaschen dann auch tauschen. Die Mädels kümmern sich um alles. Ansonsten haben wir hier auch die Möglichkeit, Brötchen vorzubestellen. Könnt ihr auch wieder draußen am Schaukasten, den ich euch eben gezeigt habe. Sollten aber noch Brötchen übrig sein, habt ihr hier immer auch noch die Möglichkeit, solltet ihr euch keine Brötchen vorbestellt haben, auf den Geschmack zu kommen, Brötchen mitzunehmen und kleine Küchlein zu erwerben. Wobei es im Foodtruck auch noch richtig schönen Kuchen nachmittags gibt. Aber da gehen wir nachher mit euch hin. Es gibt hier verschiedene Weine aus der Region und Mitbringsel zur Marina, zu Münster und wichtige kleine Utensilien, die man vergessen hat. Und Aquacam und verschiedene andere Sachen, die vielleicht von Nutzen sind, um den Aufenthalt angenehm zu gestalten, weil wir haben keinen Kaffee vergessen. Wisst ihr, wie das ist, wenn wir keinen Kaffee haben? Besser nicht. An der Stelle habt ihr auch die Möglichkeit, hier verschiedene Getränke, noch warme Getränke, Kaffee to go mitzunehmen, Mettenten auf die Hand mitzunehmen oder auch das vergessene Grillfleisch zu erwerben. Also hier haben wir noch eine Kühltheke, wo ihr von der Grillwurst über Milch und verschiedene Aufschnitte, Käse, alles erwerben könnt. Es ist an alles gedacht. Mehr gibt es da einfach nicht zu sagen. Wer gerne Boote schauen mag, hat hier im Hafenbereich einiges zu sehen. Wir haben hier auch viele Hausboote liegen und verschiedene andere Boote. Und wenn die Saison jetzt langsam startet, wird hier bestimmt auch ein reges Treiben sein. Im Moment ruht noch alles. Du siehst, gestern habe ich eine Yacht gesehen auf dem Kanal. Mehr nicht. Was ich mega cool finde, ist diese Fähre, wo du dich rüberziehen kannst auf die andere Seite, wenn dein Boot auf der anderen Seite der Marina liegt. Leider ist dieser Bereich nur für die Bootsbesitzer zugänglich, die hier liegen. Es gibt einen Code, der nicht öffentlich aushängt. Wir kommen da leider nicht rein. Ansonsten wäre ich da gerne jetzt mal rüber getingelt. Aber auch hier interessant. Es wird momentan noch viel gewerkelt. Es gibt auch noch eine Schiffshalle hinten dran, beziehungsweise den Liegeplatz. Und da hat man einiges zu sehen, wenn man sich für die Boote interessiert. Der Biergarten hier vorne ist derzeit nicht in Nutzung, aber dafür haben wir einen ganz neuen Food Court, den wir euch natürlich jetzt auch zeigen. Direkt neben dem Mittelpunkt haben wir noch einen kleinen Sitzbereich, wo ihr euren Kaffee to go, den ihr dort mitgenommen habt, verköstigen könnt oder einfach nur ein wenig Gespräch führt. Ist gerade besetzt, blenden wir gleich mal drauf. Und dann sind wir auch schon hier am Spielplatz, wo die Kinder auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise interessant für die Kiddies ist auch noch das Nano-Gelände, was vorne vor dem Tunnel ist. Das zeigen wir euch an der Stelle jetzt. Wir blenden es mal eben ein. Wenn ihr dem Fußweg weiter folgt, der abends auch wunderschön beleuchtet ist, kommt ihr zum Foodtruck, dem Gastrobereich hier an der Marina, wo ihr ab 12 Uhr euch verköstigen lassen könnt, inklusive super Kuchenangebote in den Nachmittagsstunden und einer überschaubaren, aber sehr leckeren Karte aus regionalen Produkten. Der Foodtruck ist von 12 bis 21 Uhr täglich geöffnet, außer Dienstags, da hat er Ruhetag. Wir haben hier die Terrasse, dahinter dem Pavillon
mit einem wunderschönen Kaminfeuer. Und auch hier haben wir abends noch das Kaminfeuer. Es gibt auch verschiedene Heizpilze. Und dahinter gibt es noch den Beach Club, den wir euch auch zeigen. Also mit so viel Liebe gemacht. Guck mal hier, das Feuer ist an. Hier ist es abends muckelig warm und du riechst, dass hier Buchenholz verbrannt wird. Also hier kannst du abends wunderbar sitzen mit dem Buchenholzkamin in der Mitte und die Gerichte genießen. Alles mit Liebe gemacht und so ist auch die Karte. Das ist auch mit Liebe gemacht. Das ist der Alfred. Die Karte ist überschaubar, bietet aber für den kleinen und großen Hunger ausgefallene leckere Gerichte. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr mit der Kuchenkarte. Die hat mir doch so gefallen. Mal fragen gleich. Die Mädels bauen hier gerade den Beach Club auf, fragen wir mal. Und der Rest ist eine sehr ausführliche, detaillierte und super leckere Getränkekarte mit allem Möglichen. Und dann zeigen wir euch jetzt noch den Beach Club-Bereich. Der hat's in sich. Hier die vielversprochene Kuchenkarte. Ist die nicht herrlich? Also, wer da nicht auf den Geschmack kommt, das verstehe ich nicht. Höchstens der, der lieber was Deftiges möchte. Aber das haben wir ja euch schon auf der anderen Karte gezeigt. Ich stell die mal wieder schnell zurück, die habe ich nicht gemopst. Und dann haben wir hier die große Bar vom Beach Club. Und noch mal einen ausgiebigen Sitzbereich und vorne den schönen Beach Club mit dem Strand und den schönen Stühlen. Und was hier ist, es gibt auch verschiedene Events und Veranstaltungen. Der Platz kann auch genutzt werden, um Feiern zu organisieren. Gruppentreffen wieder ein großes Thema. Und es gibt hier zu den Monaten, wo es nicht regnet oder nicht regnen sollte, auch Live-Musik. Es gibt hier verschiedene Konzerte und andere Events. Schaut mal auf die Homepage, da sind sie immer aktuell aufgeführt unter der Rubrik Veranstaltungen, so dass ihr hier, selbst wenn ihr nicht viel unternehmen wollt, einfach ein tolles Wochenende genießen könnt. Gegenüber vom Schotterplatz haben wir noch einen Parkplatzbereich für die Bootsanleger oder Besucher. Und dort finden wir auch die Müllentsorgung. Hier mit Glascontainern und verschiedenen Containern für die entsprechende Sortierung eures Abfalls. Klassische Sortierung, Samstag. Wir haben Ostersamstag. Oh, der 30. März 2024. Und an der Stelle kommt noch ein Spruch, den bringe ich meistens immer, warum immer vor der Müllentsorgung. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch ein Like da. Oder schreibt in den Kommentaren, wie ihr das hier findet, das Video findet. Oder ob ihr schon mal da wart. Und ansonsten mache ich jetzt weiter. Ihr könnt noch schnell ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich zeige euch jetzt das Sanitärgebäude. Jetzt schon, das zeigen wir euch noch das Sanitärgebäude, das ihr ja eben schon im Video gesehen habt, als wir über die Brücke kamen. Es hängt dort auch ein Defibrillator für Notfälle, die wir nicht hoffen, ein Feuerlöscher und ansonsten könnt ihr hier, bevor ihr das Gebäude betretet, bitte, solltet ihr Raucher sein, eure Zigarette nicht mit hineingeben. Wir haben hier einen Aschenbecher. Es wird auf dem ganzen Platz darauf hingewiesen, bitte die Aschenbecher zu nutzen und die Kippen nicht durch die Gegend zu schmeißen. Hundis dürfen nicht auf die Toilette. Die haben ihr Geschäft bitte draußen zu verrichten. Und dann könnt ihr auch schon über das Bedienfeld hier den Zugangscode eingeben und das Sanitärgebäude inklusive der Toiletten betreten. Ups, in die Waschküche. Oh, nein, im Eingangsbereich zu dem Herrenbereich auf der anderen Seite, der Bereich für die Damen, haben wir noch eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner, gute Geräte von Bosch und Miele, die entsprechend mit 50 Cent Stücken, die ihr hier oben in die entsprechenden Münzautomaten werft, nutzen könnt. Der Trockner möchte gerne 50 Cent Stücke und die Waschmaschine möchte 6. Hundedecken und Teppiche dürft ihr in den Geräten selbstverständlicherweise nicht waschen. Dann haben wir hier auch schon den Sanitärbereich für die Damen mit entsprechenden Toiletten, die klassisch sind mit allem, was man benötigt.
Es ist heute Morgen, wir haben Mittag, noch nicht geputzt worden. Es wird hier morgens immer gegen 5 Uhr geputzt. Haben wir leider gesehen, weil Alfred nicht schlafen konnte. Wir haben noch ein Handwaschbecken mit ausreichenden Papiertüchern. Eine Ollen, die euch ein Video gerade macht. Und dahinter haben wir auch schon den Duschbereich inklusive einem Radio, das ihr hören könnt. Hier haben wir auch noch 3 Waschbecken mit einer großen Spiegelfront, Steckdosen, Seifenspender, auch hier wieder Desinfektionsmittel, Papiertücher und Duschen, die über den Einwurf von einem Euro euch 6 wunderbare Duschminuten bringt. Ihr habt draußen genügend Haken, ihr habt hier eine Bank, drinnen nochmal für die, die nicht so gut zu Fuß sind, eine Sitzgelegenheit und dann hier die Dusche mit einem ausreichend großen Duschkopf, einem guten Ablauf, Regulierung der Wassertemperatur hat man auch nicht immer und eine Start-Stopp-Taste, die alle 30 Sekunden ausgeht, die ihr dann wieder betätigen müsst. Aber insgesamt stehen euch 6 Minuten zur Verfügung. So, Temperatur hier drin ist gut. Ich war heute Morgen duschen, da war noch alles picobello sauber. 4 Stunden später fragt man sich allerdings, wie einige sich zu Hause verhalten oder ob die alle Kräfte haben, die ihre Räumlichkeiten sauber halten. Deshalb habe ich eben auch nur eine Toilette gezeigt, weil die anderen in einem Zustand sind, der heute Morgen definitiv noch nicht war. Die Stadt Greven stellt hier, weil das Münsterland ja ein Fahrrad-Eldorado ist, an verschiedenen Stellen diese E-Bike-Ladestationen zur Verfügung. Auch eine tolle Sache. Und wir haben hier auch schon E-Bikes, also Akkus liegen sehen, die hier geladen wurden. Hat man dann mit einer Fahrradkette hier dran befestigt, als Diebstahlsicherung. Und dann hat man das genutzt, anstatt eben den Strom anzuschließen, nur um seine E-Bikes zu laden. Zu den Strompreisen sage ich an der Stelle schon, bevor ich es gleich wieder vergesse, die 6 Ampere kosten 4 Euro Tagespauschale und die 16 Ampere 6,50 Euro. Dann gehen wir jetzt zur Entsorgung. Da haben wir 2 Bereiche, einmal einen am Sanitärgebäude und einmal hinten an der Einfahrt. Nehmen wir erstmal den hier, wo ihr dann auch eure Chemietoilette entleeren könnt. Kleine Planänderung. Wir müssen erstmal die Hundekacke, die an meinem Schuh hängt, entsorgen. Wir stehen hier vor der Chemietoilettenentsorgung und was habe ich? Hundescheiße am Schuh. Alfred, was macht ihr jetzt weg? Also, Demonstration der Entsorgung. Ihr könnt eure Chemietoilette hier mit diesem Schlauch spülen oder eure beschissenen Schuhe sauber machen. Also, Kassettenspülung haben wir schon mal. Also, ihr könnt hier in dem Klappbehälter dann eure Chemietoilette entleeren und hier dadurch den netten Schlauch betätigen. Hier haben wir eine Wasserversorgung, eine Zapfstelle für kleine Trinkwassermengen. 30 Sekunden, das sind 10 Liter, die da durchlaufen, kosten 10 Cent, die ihr dann hier per Münzeinwurf tätigen könnt. Der ganze Platz ist videoüberwacht und in diesem Entsorgungsschacht könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das Grauwasser in Eimerchen oder sonstigen Behältern auffangt, auch das Grauwasser entsorgen. Solltet ihr auf der Durchreise sein, dürft ihr diese Entsorgungsstation auch nutzen. Kostet dann den Obolus von 3 Euro, den ihr vorne am Mittelpunkt in den Briefkasten werft. So, mit einem nassen rechten Fuß gehen wir jetzt weiter zu der großen Entsorgungsstation. Chemietoilettenentleerung hier in der Mitte zu öffnen an dem Griff. Und wie gesagt, der Wasserschlauch kann auch hier zur Spülung der Kassette genutzt werden. Und daneben haben wir noch den Frischwasserbereich. Hier können keine kleinen Mengen gezapft werden, sondern 50 Liter gegen den Einwurf von 50 Cent läuft 12 Minuten und 12 Sekunden euer Frischwasser. Wir haben gerade geguckt, jemand hat hier 4 Behälter gefüllt, die er gerade unterwegs gewinnbringend verliert. Hat gedauert, er hat es mit Flaschen gemacht und für Gießkannen. Von daher geht das ganz gut. Solltet ihr mehrere Behälter füllen, es steht am Sanitärgebäude auch so ein Trolley zur Verfügung, den ihr dann mal eben zum Wasserschluppen hier nutzen könnt.
fehlt noch der Strom, ne? Ja. Genau, gehen wir noch mal an eine Stromsäule. So, mit zunehmender Stunde bei so einer langen Stellplatzvorstellung haben wir auch das Geheimnis des Stroms gelüftet. Die normalen Steckdosen sind mit 6 Ampere abgesichert. Solltet ihr den crashen und die Sicherung rausknallen lassen, schaltet sie bitte wieder ein. Solltet ihr 16 Ampere benötigen, erhaltet ihr hier gegen Bezahlung des Stromentgelts einen Schlüssel für das Vorhängeschloss und ihr könnt die dicken Steckdosen nutzen und habt volle Leistung auf 16 Ampere. So einfach ist das Geheimnis. Hätte man auch vorher drauf kommen können, sind wir manchmal betriebsblind. Eine naturbelassene Wiese, die ihr zum Ausruhen, es gibt verschiedene Bänke, zum Spazierengehen, Hunderunde, Ballspiele mit euren Kindern oder ähnliches nutzen könnt. Abends sind diese Moonlights, wie sie genannt werden, beleuchtet. Und sieht bestimmt auch sehr schön aus. Dann haben wir da einen kleinen Entenweiher mit einer wunderschönen Sitzmöglichkeit, wo man auch überdacht bei warmen Sommerregen das nutzen kann, aufs Wasser gucken kann und den Tag einfach genießt. Abends auch beleuchtet mit der Neonröhre da vorne. Ihr habt im Hintergrund den Ausläufer des Hafenbeckens, der Marina. Und hier im Bootshaus könnt ihr dann es euch gemütlich machen. Es gibt verschiedene Sitzmöglichkeiten. Und dann könnt ihr hier sitzen und aufs Wasser und die Boote schauen. Das ist mal nett. Die Bäume sind noch nicht ausgeschlagen. Ihr hört hier nur Vogelgezwitscher. Hinten haben wir noch ein Bütchen, könnt ihr auch sitzen. Das ist der Speicher. Ich denke gerade wieder an Gruppentreffen, ne? Das ist ja herrlich. Hier kannst du ja wunderbar mit einer Truppe zusammensitzen. Und eine gesellige Runde drehen. Auch von hier schöne Aussicht. Und als letztes haben wir in diesem Wiesenbereich noch ein Wegekreuz. Von daher, da gibt es noch einen Trampelpfad durch die Brombeeren, aber den gehe ich jetzt definitiv nicht mehr. An der Stelle gehe ich jetzt mal zurück. Das letzte Gimmick, was wir euch noch zeigen möchten, ist der Büchertreffpunkt, der sich hier vor der ersten Reihe befindet. Wir haben hier eine wunderschöne Holzhütte, wo ihr draußen sitzen könnt, wo es wiederum einen Feuerlöscher gibt. Ihr noch mal wichtige Informationen findet, die hier an den Wänden angebracht sind, wie Notfallnummern, Stellplatzordnung, wie die Anmeldung funktioniert, Zugangscode zum Sanitär. Und hier drin haben wir einen Indoor-Bereich, der einmal eine Büchertauschecke bietet, nette Location, um sich aufzuhalten, wenn es regnet. Und wenn ihr Kinder mit haben solltet, gibt es hier einige Beschäftigungsmöglichkeiten für eure Lütten. An alles gedacht. An der Stelle haben wir auch noch eine Gießkanne, einen Trethocker, einen Staubsauger. Solltet ihr sowas benötigen, kann man es sich hier auch noch mal entleihen. Ja. An der Stelle haben wir euch jetzt alles gezeigt, was es hier zu entdecken gibt. Ich würde vorschlagen, geht auch einmal selber hier auf Entdeckungstour. Es ist ein Platz, der vieles bietet, für 15 Euro definitiv oder 16 erste Reihe definitiv eine Reise wert ist. Viele liebe Grüße an die liebe Betreiberfamilie. Ihr habt ja eine wahre Oase und ein super Kleinod der Entspannung, der Erholung und des Urlaubsgefühls geschaffen. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass es weiter so geht, dass euer Foodtruck seinen Erfolg hat und dass alles, was wir hier vorfinden, weiter so erhalten bleibt. Unser Fazit: Wir waren unverhofft hier gelandet. Wir sind mega überrascht worden. Wir waren super überrascht, wie toll es ist, was es hier alles gibt.
in welcher Ecke so viel Liebe zum Detail steckt. Und an der Stelle kann ich nur plöpp direkt beide Daumen hoch geben. Und Alfred gibt den Bonus dazu. Er hat heute 2 Sterne zu vergeben. Also an der Stelle sagen wir vielen, vielen lieben Dank im Namen aller Camper, die schon einmal hier waren und sich genauso wohl gefühlt haben wie wir. Und euch empfehle ich, kommt her. Ihr werdet es nachempfinden können. An der Stelle wieder tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Duckmobil. Ciao, ciao. Wir sehen uns wieder.